Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Denise Herrmann, Bild und Erik Lesser haben eine Medaille knapp verpasst. Urheberrecht Getty Images München. Erik Lesser und Denise Herrmann haben in einer spannenden Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in Östersund die Medaillenränge knapp verpasst. Das deutsche Biathlon-Team hat bei der WM im schwedischen Östersund bei der WM-Premiere der Single-Mixed-Staffel eine historische Medaille knapp verpasst. Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann und Erik Lesser mussten sich in einem spannenden Rennen über 2x6 1,5 Kilometer mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Erster Single-Mixed-Weltmeister der Geschichte wurde Norwegen mit Mathe Olsbu-Reuseland und Überflieger Johannes Thingnesbø vor Italien und Schweden. Ich habe für eine Medaille ein 2-Nachlader zu viel gehabt. In dem Feld darf man sich keinen Nachlader erlauben, damit keine Lücke aufreißt, sagte Herrmann. Lesser fand es sehr schade, dass wir uns nicht mit einer Medaille belohnen konnten. Er betonte aber, mit Platz 4 können wir bei dem Feld zufrieden sein. Die Norweger gewannen mit 6 Nachladern in 5:33,43 Minuten vor Dorothea Wierer und Lukas Hofer, 5:13,4 Sekunden zurück, sowie Hanna Ölberg und Sebastian Samuelsson, 8:20,0. Deutschland hatte nach 6 Nachladern, die sich alle Herrmann leistete, 30,5 Sekunden Rückstand. Seit der Premiere in der Saison 2014/15 hatte es bisher 9 Single-Mixed-Weltcuprennen gegeben. Deutschland wurde einmal Zweiter und dreimal Dritter. Das DSV-Team bleibt damit bei der WM nach 8 Rennen bei 5 Medaillen. Herrmann gewann Gold im Verfolgungsrennen, Arndt Peiffer triumphierte im Einzel. Dazu holte die Mixed-Staffel Silber sowie Laura Dahlmeier Bronze in Sprint und Verfolgung. Am Samstag geht es in Östersund mit den beiden Staffeln weiter. Die Massenstartrennen der Frauen und Männer beschließen am Sonntag die Titelkämpfe.